Ja, ich glaube, dass wir uns erste Halbzeit schwer getan haben gegen Altona. Wir wollten vorne raufgehen, wollten pressen. Das hat in der ersten Halbzeit nicht so gut funktioniert. Dadurch hatten die viele Torchancen. Erste Halbzeit hätten sie auch schon 1-2-0 führen können, wenn wir Pech gehabt haben. Und wie es dann halt im Fußball ist, machen wir dann aus dem Nichts das 1-0. Normalerweise hätten wir sogar deutlich führen müssen. Ich glaube, so ein 2-4 zur Halbzeit wäre okay gewesen. Aber nach unserem Saisonverlauf und den ganzen Ballast, den wir so gerade mittragen aus der Saison, ist das eine Situation, mit der wir halt leben müssen und dementsprechend halt auch verdientermaßen Letzter sind. Ja, macht Sissi überragend. Das, was wir halt wollen, von hinten in die Tiefe laufen. Benjamin Najem schippt ihn super rein, direkt im Fuß von Sissi. Der nimmt ihn dann direkt und lüpft ihn über den Torwart. Also wenn er so wollte, Hut ab. Hat er sich auf jeden Fall verdient. Ein traumhaft schönes Tor. Also für mein Gefühl, was ich jetzt in der Regionalliga bis jetzt gesehen habe, ist es das Tor des Jahres. Ja, nicht mehr ganz. Wir haben jetzt 48 Punkte, können am Ende der Saison 51 Punkte haben. Das wäre der neue Vereinsrekord mit der jüngsten Mannschaft, die es hier in der Regionalliga gab von St. Pauli. Deswegen denke ich, dass die Jungs heiß sind, das letzte Spiel auf jeden Fall gewinnen zu wollen und dann die 50-Punkte-Marke zu knacken. Wir wollen das Heimspiel vor allen Dingen zuliebe zu unseren tollen, unfassbar tollen Fans als Heimsieg beenden. Und danach gibt es wahrscheinlich schon ein Riesenfazit über das, was passiert ist diese Saison. Was nicht unbedingt mit vielen Dingen auf dem Platz zu tun hat, sondern auch mit vielen Dingen, die so passiert sind. Aber was soll's. Wir lernen halt viel draus und wir konzentrieren uns auf das nächste Jahr.